Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, warum ich keine Steroide nehme und warum ich wahrscheinlich auch nie welche nehmen werde. Der erste Punkt ist die Vergleichbarkeit. Ich kann einfach mich nicht mehr mit den Leistungen der meisten Menschen vergleichen, wenn ich Steroide nehme. Ich bin einfach in einer anderen Kategorie. Und das ist einfach, man ist sozusagen ganz woanders. Man vergleicht sich dann mit ganz anderen Leuten. Das sind dann halt fast immer Profiathleten und dann ist man halt eher einer der Schwächeren, sage ich jetzt mal, oder nicht ganz so gut, als wenn man jetzt sozusagen sich mit allen vergleichen würde, die es sozusagen so gibt. Andersherum würden natürlich auch meine Leistungen nicht mehr gewürdigt werden von den normalen Menschen. Die würden halt einfach sagen, ja, der nimmt Steroide, du, das ist nichts Besonderes, dass der so stark ist, so gut aussieht, was weiß ich. Und das ist natürlich auch irgendwie doof und das... Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach so, die Leute, denke ich mal, überschätzen Steroide oder vielleicht schätzen sie auch richtig ein. Auf jeden Fall, man ist nichts Besonderes mehr, wenn man Steroide nimmt, ist man einfach nur, okay, ja gut. Andersherum natürlich auch, wenn ich Leuten Tipps geben will oder wenn ich sozusagen als Trainer arbeiten will und generell die Leute so denken, ja, nehme ich seine Tipps an, hat er vielleicht recht mit dem, was er sagt. Wenn die dann hören, okay, der nimmt Steroide, dann denken die halt einfach so, okay, die Tipps, die er erzählt, das kann alles Quatsch sein. Der wäre halt niemals, also sag ich jetzt mal, dass er so stark ist oder so, das liegt nur daran, dass er halt Steroide nimmt und nicht daran, dass er vielleicht ein gutes Trainingssystem hat oder eine gute Ernährung oder so. Und deswegen, von daher ist das auch doof, da halt dann keiner mehr auf meine Tipps hören würde oder keiner sozusagen mehr sich gerne von mir trainieren lassen würde. Der zweite Punkt ist ein relativ simpler, Steroide sind illegal. Ja, die sind halt eigentlich als Medikamente entwickelt worden, um halt Leuten zu helfen. Also ganz natürlich verschiedene Steroide für verschiedene Zwecke hauptsächlich. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Testosteron, halt für Leute, die irgendwie eine Krankheit haben und zu wenig Testosteron haben oder Leute, die halt durch eine Krankheit oder so extrem geschwächt sind und wieder sozusagen auf die Beine kommen müssen, weil Testosteron erhöht natürlich auch, mit Testosteron kann man sich viel besser regenerieren und schnell wieder Muskeln aufbauen, wenn Leute halt eben irgendwie krank waren oder so und ganz erschöpft sind, dann können die halt sich schnell wieder erholen mit Testosteron. Und auf jeden Fall ist es nicht dafür gedacht, dass man das sozusagen im Leistungssport einsetzt und deswegen kriegt man das nur über illegale Wege und das wäre halt eben auch ein Grund, weswegen ich das nicht machen würde. Ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwas Illegales machen. Der nächste Punkt ist, dass Steroide gesundheitsschädlich sind, und zwar auf zwei Art und Weisen hauptsächlich. Die eine Art und Weise ist natürlich immer so, wenn man Medikamente nimmt und missbraucht, sage ich jetzt mal, oft natürlich auch überdosiert und so, dann hat das oft auch Nebenwirkungen. Da gibt es ganz verschiedene, aber im Großen und Ganzen möchte ich mich diesen Nebenwirkungen nicht aussetzen. Und das ist halt eben auch sehr schlecht erforscht, diese ganzen Sachen, weil es halt eben auch illegal ist. Ist es halt schwierig, irgendwie Studien mit Leuten zu machen, was jetzt genau die Nebenwirkungen sind, wie schädlich es wirklich ist. Und solange es da keine Research gibt, würde ich auch erstmal aus dem Grunde vorsichtshalber sagen, okay, lasse ich erstmal das mit den Nebenwirkungen, ist mir ein bisschen zu riskant. Die andere Sache, weswegen es auch gesundheitsschädlich ist, ist, wenn man sozusagen sich mit Steroiden seine Leistung so enorm steigert, gerade im sportlichen Bereich, dass man sozusagen körperlich überlastet und seinem Körper viel mehr zumutet, als er eigentlich leisten könnte vom Gerüst her, vom Wurf, sodass die Hardware, der Körper mehr leistet, für die Leistung, die er eigentlich konstruiert wurde und es deswegen zu Verschleißerscheinungen kommt und so weiter, man schneller kaputt geht, Gelenke kaputt gehen, sich schneller irgendwie verletzt beim Training und so weiter. Und das möchte ich natürlich auch nicht riskieren, deswegen lieber natürlich bleiben, auf den Körper hören und sagen, wann einem signalisiert, dass man aufhören sollte, wann man zu viel macht und halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit Steroiden und so über diese Grenze hinaus pushen. Der letzte Punkt ist ganz oder gar nicht. Man ist entweder natural oder man ist nicht natural.
Und das soll heißen, wenn ich sozusagen erstmal mich entschieden habe, Steroide zu nehmen, dann ist es nicht noch schlimmer, wenn ich noch was anderes nehme. Wenn ich mit Testosteron angefangen habe, ja, dann bin ich nicht mehr natural, dann ist es vorbei. Dann nehme ich vielleicht auch eher Wachstumshormone und probiere nochmal Insulin aus und was es noch so alles gibt. Und das einfach, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, steigt dann mit jedem Stoff, den man mehr nimmt, dass es halt zu irgendwelchen schlimmen Nebenwirkungen kommen kann. Und andererseits ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Sport ist und man ist nicht auf einem nicht naturalen Wettkampf, beziehungsweise auf einem Wettkampf, wo das nicht so doll beobachtet wird, weil angeblich sind ja alle Wettkämpfe und alle Verbände Naturalverbände. Aber gut, es gibt halt eben Wettkämpfe, da sind eigentlich fast alle gestopft. Und wenn ich da jetzt antrete und eigentlich wollte ich nur ein paar 100 Milligramm Testo machen, aber dann merke ich, okay, das kontrolliert keiner. Das heißt, die meisten anderen nehmen wahrscheinlich alles, was es gibt. Dann denke ich, okay, dann wenn ich jetzt nur mein Testosteron nehme, dann bin ich ja trotzdem viel schlechter als sie. Also werde ich dann praktisch gezwungen, wenn ich auf Wettkämpfe gehe, alles zur Verfügung Stehende zu nehmen, um sozusagen auf demselben Level zu sein wie alle anderen, um sozusagen nicht im Nachteil zu sein. Und deswegen ist das auch ein Grund, lieber natural zu bleiben, weil man einfach weiß, okay, alle nehmen nichts, alle haben die faire Chance, die gleiche Chance und es kommt wirklich auf die Leistung drauf an. Und deswegen, wenn man sozusagen Steroide nimmt, dann ist man eher wieder im Nachteil, weil man halt eben nicht genau weiß, was nehmen die anderen. Und ja, deswegen ganz oder gar nicht und da lieber gar nicht. Das waren meine vier Gründe, weswegen ich keine Steroide nehme und höchstwahrscheinlich auch nie welche nehmen werde. Ich denke mal, das kann man durchaus sehr sicher sagen. Vielleicht fallen euch ja noch irgendwelche Gründe ein oder so. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann bis zum nächsten Video.